In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr euren Kalender über Android synchronisieren könnt. Im letzten Video habe ich ja schon Werbung dafür gemacht, den Papierkalender endlich mal zu schreddern und jetzt auf den digitalen Kalender umzusteigen. Ich weiß, Kalender gibt es schon ewig und ich vermute auch jetzt, wenn ihr das schaut, dann benutzt ihr vielleicht schon einen. Aber das Video kann ja auch mal für den einen oder anderen ein Anstoß sein, endlich mal umzusteigen. Und ihr könnt auch gerne das Video natürlich an Leute weitergeben, die dann bei der Einrichtung Schwierigkeit haben. Ich möchte hier zeigen, eigentlich wie simpel das ist. Also zum Synchronisieren würde ich die App Devdroid empfehlen. Die kann man entweder installieren über den Google Play Store oder über Fdroid. Wie ihr das machen wollt, das überlasse ich euch. Ich mache es jetzt hier mal über Fdroid, zeige ich euch, wie es geht. Ich habe Fdroid schon installiert. Ich tue natürlich die Links wieder in die Videobeschreibung packen. Könnt ihr draufklicken und Fdroid installieren. Fdroid hat den Vorteil, dass es da kostenlos ist. Über den Google Play Store kostet es Geld. Ich gehe jetzt hier einfach auf die Suche und suche nach Devdroid. Das ist die App und ihr seht schon, die ist installiert. Er will jetzt hier nur ein Update machen. Also hier müsste man im Grunde nur auf Installieren klicken und muss halt sicherstellen, dass Fdroid die Berechtigungen hat, Apps aus unbekannten Quellen zu installieren. Bei mir ist das jetzt schon passiert, deshalb kann ich das direkt ausführen. Wenn ich das erste Mal Devdroid ausführe, dann bekomme ich diese Ansicht. Hier ist ja noch nichts eingerichtet, wie ihr seht. Ja, ich kann jetzt hier einen Account hinzufügen. Aber dazu gehe ich jetzt erstmal hier im Hintergrund offen auf meinen Kalender. Ich habe jetzt hier einen Kalender von Hetzner, das ist mein Webspace-Provider. Jetzt hätte ich ja vielleicht vorher sagen müssen, ihr braucht irgendeinen Account dazu, um euren Kalender zu synchronisieren. Ja, im Grunde braucht ihr das, aber den habt ihr wahrscheinlich eh schon. Mich würde es echt wundern, wenn das jetzt jemand schaut und hat das nicht, denn die ganzen Anbieter bieten das eigentlich von Haus aus an. Entweder ihr habt Google, dann könnt ihr den Google-Kalender benutzen und braucht euch dieses Video gar nicht anschauen. Dann ist eigentlich alles von Anfang an auf einem Android-Gerät soweit startklar. Da muss man nur die Kalender-App einfach mal benutzen, die ist ja schon vorinstalliert. Habt ihr jetzt Anbieter wie Posteo, Mailbox.org, web.de, gmx.de, was weiß ich, T-Online. Die haben in der Regel alle auch eine Unterstützung für das CalDAV-Protokoll, denn um das geht es jetzt hier. Und da muss man einfach mal googeln nach gmx.de, CalDAV oder sowas und dann findet man schon den Links oder man klickt sich da einfach durch die Hilfe durch. Man braucht also einen Link oder eine URL für diese CalDAV-Synchronisierung. Das ist im Grunde alles, was ihr dazu wissen müsst. Ich demonstriere das jetzt hier bei Hetzner mal, wie das bei meinem Webspace aussieht. Dazu habe ich hier einen Kalender, eine Aufgabenliste und auch ein Adressbuch. Und ich gehe mal hier beim Kalender auf den Stift zum Editieren und hier gibt es Abonnement. Und hier gibt es die CalDAV-Kontoadresse. Das ist jetzt aber nur ein Kalender, also wenn ich mehrere Kalender anlege, dann bitte auch mehrere Adressen übernehmen. Jetzt gehe ich wieder zurück auf Devdroid und hier habe ich jetzt die Auswahl zwischen Login mit E-Mail-Adresse oder Login mit URL und ich habe jetzt ja eine URL. Das ist, ja, soweit ich es kenne, auch die Regel. Also ja, habe bisher nichts anderes gesehen. Ich kopiere jetzt die URL hier rein, die ich vorhin hier mir geklaut habe. Benutzername und Passwort kommt auch noch hier rein. Hat man dann seine Zugangsdaten eingegeben, hier einfach einmal auf Login klicken und hier, ja, Create Account, den muss man jetzt irgendwie nennen. Ja, ich lasse jetzt die Benamung so und klicke auf Create Account. Und hier habe ich jetzt ja eine Kachel mit dem Account, da klicke ich gleich mal drauf. Und das Schöne halt, deshalb mag ich Devdroid so gerne, hier bekomme ich dann sogar direkt das Adressbuch angezeigt. Das kann ich natürlich auch direkt synchronisieren. Und beim Kalender kann ich das hier synchronisieren. Hier müsste ich jetzt Open Tasks installieren. Das ist jetzt noch nicht installiert, wenn ich die Aufgabenliste auch noch verwalten möchte. Ich klick das trotzdem mal an und klicke hier auf Synchronisieren. In dem Menü fragt euch Devdroid eventuell noch nach Berechtigungen zum Zugriff auf Kontakte und Kalender. Das solltet ihr ihm geben. So, jetzt könnte man schon aufhören an der Stelle und könnt einfach in den Google-Kalender gehen. Hier diese vorinstallierte Kalender-App und das so nutzen, wie es eingerichtet ist. Das würde ich euch aber auf keinen Fall empfehlen, sondern ich würde euch wirklich empfehlen, A-Kalender oder A-Kalender Plus zu benutzen. Dazu gehe ich jetzt nochmal in den Play Store, suche hier nach A-Kalender. Es gibt eine kostenlose und eine kostenpflichtige Version. Die kostenpflichtige kostet 5 Euro, aber meiner Meinung nach ist die das wert, denn das ist ein vollwertiger Kalender, den man dann am Handy hat. A-Kalender ist jetzt installiert, ich gehe einfach auf Öffnen. Das Tutorial will ich jetzt nicht sehen, könnt ihr euch natürlich gerne anschauen. Auch hier muss ich natürlich wieder die Rechte geben, damit er auf Kontakte und so weiter zugreifen kann. Und jetzt kann ich mal hier oben in die Kalenderliste gehen. Wie ihr seht, ist da schon was drin. Das ist nämlich dem geschuldet, dass hier auch der Google-Kalender drin ist. Ja, den möchte ich ja ersetzen in der Regel. Also ich bin jetzt kein Fan
meine Termine bei Google hinzustellen. Deshalb können wir hier nämlich zum Beispiel die Geburtstage, das kann man drin lassen. Das ist ein ganz tolles Feature, das zieht er sich einfach aus den Kontakten, wenn man da einen Geburtstag eingetragen hat, die Geburtstagstermine raus. Und hier unten ist mein Standardkalender. Jetzt muss ich mal gucken, wo das genau ging. Ich kann nämlich Set as Default genau als Standard setzen. So, und damit ist jetzt das der Standardkalender. Jetzt gehe ich wieder zurück. Und ich lege jetzt mal wo gehen wir denn hin? Ich gehe mal eins nach unten. Und hier für Sonntag lege ich mal einen neuen Termin an. Und den speichere ich jetzt einfach mal so. Und so, ich kann von hier aus auch eine Synchronisation auslösen. Die funktioniert, wie man es halt einstellt, bei DevDroid alle paar Minuten, alle Viertelstunde oder so, glaube ich. Du kannst sie auch nochmal manuell antriggern. So, und jetzt gehe ich einfach zurück auf meinen Hetzner-Kalender. Und jetzt schauen wir mal, ob das synchronisiert hat. Hier habe ich jetzt die tolle Funktion noch nicht gefunden, wie ich den hier anstoßen kann, dass er sich aktualisiert. Ich muss dann immer einmal wegklicken und wieder zurück in den Kalender. Ja, wenn ich meinen Kalender dann einblende, funktioniert es natürlich auch. Der war gerade ausgeblendet. Mein Termin ist hier drin. Die Glocke bedeutet, es gibt eine Erinnerung. Ich kann jetzt hier Änderungen vornehmen und die Änderungen würden dann eben halt entsprechend auch synchronisiert werden, wieder aufs Handy zurück. Ja, das war's jetzt schon mal soweit zur Kalendereinrichtung. Ich hoffe, ich konnte mit dem einen oder anderen etwas weiterhelfen.